Hallo, jQuery. Das Framework jQuery einbinden. Voraussetzung dafür, dass jQuery funktioniert, ist die Einbindung der JavaScript-Datei mittels Script-Tag, meistens im Head-Teil der HTML-Datei. Es gibt eine minimierte Version, schlecht lesbar allerdings, um Speicher zu sparen, und eine leicht lesbare Version. jQuery kann man lokal einbinden. Was hier schon der Fall ist, siehe Zeile 9. Die JavaScript-Datei lädt man von jQuery.com herunter und legt sie in einen Ordner. Was hier der Fall ist, einmal die jQuery minimierte Version und die lesbare Version. Die kann ich ja auch mal öffnen, um das zu zeigen. Also die gut lesbare und die komprimierte Version. Die beiden Dateien habe ich im gleichen Ordner wie die HTML-Datei. So kommt halt die Quelle zustande. Okay, die minimierte Version ist 84 Kilobyte groß und die normale eben 252. Okay, das ist die eine Variante. Oder die Einbindung erfolgt direkt aus dem Internet. Als SRC-Wert wird hier die URL angegeben. Siehe Zeile 8. Das wäre dann die Quelle, die minimierte Version. Okay. Okay, hier habe ich die HTML-Datei im Bereich Style für die Div-Container, für alle Div-Container, habe ich bestimmt die Schriftgröße 5 mm und die Farbe Rot. Und es gibt noch eine Klasse namens Big mit der Schriftgröße 10 und der Farbe Blau. Okay. Ohne jQuery wird die Funktion Zeile 17 nicht ausgeführt, logischerweise. So sieht die HTML-Seite dann so aus. Schriftgröße 5 mm und Farbe Rot. Dies ist übrigens, also Dollarzeichen, Klammer auf, Klammer zu, ist übrigens die Factory-Funktion. Und die Zeile 17 besagt, lade das Dokument vollständig, bevor du diese Funktionen innerhalb der Funktion ausführst. Okay, damit das funktioniert, muss jQuery entweder lokal oder per Internet eingebunden werden. Hier in diesem Fall lokal und dann müsste das funktionieren. Sobald das Dokument geladen wurde, vollständig, wird eben diese Funktion ausgeführt. Für alle Div-Container wird die Klasse Big hinzugefügt. Das heißt, die Schriftgröße ist dann 10 mm und die Farbe blau, wie man sieht. Oder das Ganze funktioniert natürlich auch per Internet-Einbindung. Speichern und nochmal neu laden. Okay. Das sieht dann im End, also sieht dann so aus per HTML. So würde dann das ohne jQuery funktionieren. Man kann natürlich auch einen Div-Container per ID auswählen. Zum Beispiel Div-Container mit der ID 2.
Dann wird nur jQuery mit der Größe 10 EM und der Farbe blau geschrieben. Speichern und ausführen. Ciao und viel Glück.